Hallihallo, liebe Freunde des gut gekühlten mitteleuropäischen Sommers. Sonntag, 24.05.14 Uhr, NOV Oberliga Süd, Rasenplatz Wartburgstadion an der Katzenaue in 99-817 Eisenach. FC Eisenach empfängt die SG Union Sandersdorf. Mario Müller für euch an der Kamera. Am Mikroskop für euch der Täter Matthias Glas. Die Jungs in Blau, hier Dominik Müller. Zunächst mit dem engagierteren Start, wenn man davon überhaupt sprechen konnte, denn in den ersten 20 Minuten passierte herzlich wenig. Dann ein Aufreger, Andy von Roda, den kennen wir alle gut. Jetzt kommt der Torhüter, Peng macht's. Und es gibt keinen Elfmeter. Nein. Schiedsrichter hat sich da nicht kleinklopfen lassen. Und der Nachschuss von Dominik Müller war es, glaube ich, oder doch Andy von Roda, sehe ich von hier nicht, ging an den Pfosten, dann auch die Sandersdorfer. Wir erinnern uns alle noch gerne des Hinspiels, als 8 Treffer fielen. Just damit genauso viele wie 30 Jahre vorher im letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Hier eine Abseitsposition von Alexander Pohl. Und hier haben wir eben besagten Pohl nochmal. Der prüft dort den Schlussmann, der Sandersdorfer. Das ist, wenn ich das hier richtig ablese, Marius Kansi. Und dann scheppert es im Karton. Nach 35 Minuten Niki Ebert mit dem Führungstreffer für die Gäste. Fragte man sich schon wieder, naja, 2 Siege in Folge. Geht jetzt der Krisenhokus-Pokus wieder von vorne los? Oder berappelt sich die Mannschaft diesmal? Zumal die Sandersdorfer hier auch noch eine Möglichkeit hatten, die Führung auszubauen. Glück in dieser Phase für den FC Eisenach. Doch dann fasst sich Scheidler hier ein Herz, wird nicht energisch genug angegriffen. Und der abgefälschte Schuss geht ins Tor. Glück werden die einen sagen, aber niemand von denen, die das Hinspiel gesehen haben, wird da in diesen Chor mit einstimmen. Denn so unglücklich wie diese Begegnung verlaufen ist, hat sich wohl der FC Eisenach auch im direkten Aufeinandertreffen gegen Union Sandersdorf die ein oder andere Portion Glück verdient. Ja, diese Schlussphase dieser Oberliga-Saison macht es natürlich möglich. Wir haben es alle mitbekommen, es gibt keinen Absteiger. Dass Mannschaften, selbst wenn sie unten drinne stehen, kein hohes Risiko gehen. Und so gesehen war es erfrischender Offensivfußball, den beide Mannschaften hier anboten. Gerade in Durchgang 2 gab es viele Torraumszenen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften waren bemüht um den Sieg und gingen herzerfrischend zu Werke. Dan Lochmann. Mittlere Möglichkeit für die Gäste auf der Gegenseite, die Wartburgstädter. Dominik Müller. Und gleich nochmal. Und Großtat des Schlussmannes zwischen den Pfosten der SG Union. Dann schön wie Pohl hier. War das Leischner gewesen? Nein, es war Scheidler gewesen, bedient. Der macht aber zu wenig aus dieser Möglichkeit. Der Gegenzug der Sandersdorfer hier, kein Abseits. Und Kallenbach bleibt Sieger, der diesmal von Anfang an zwischen den Pfosten stand. Hat seine Sache auch gut gemacht an diesem Nachmittag. Der eingewechselte Andy Drübenbach tankt sich da stark durch. Und dann darf Philipp Baumbach mal. Und rubbel die Katz. Es steht 2:1 für den FC Eisenach. Die Wartburgstädter haben, glaube ich, meines Wissens in dieser Saison noch nie eine Begegnung gedreht. Das ist das erste Mal. Respekt. Nachzutragen bleibt noch die Zuschauerzahl. 214 kamen nochmal ins Wartburgstadion, um nochmal eine Nase Oberliga-Fußball zu nehmen. Und sie sahen gute Möglichkeiten wie hier von Dominik Müller. Ah, da muss mehr kommen. Gar keine Frage. Ist ja auch das vorletzte Heimspiel bereits in dieser Saison. Am kommenden Wochenende sind die Eisenacher spielfrei. Dann geht's zu Lok Leipzig. Und am letzten Spieltag kommt dann die zweite Mannschaft von Red Bull Leipzig. Der feststehende Aufsteiger ins Wartburgstadion. Ich denke mal, da haben wir nochmal einen schönen Saisonabschluss. Andy Drübenbach noch einmal. Der Außenpfosten erwischt. Drinne lauerte Dominik Müller. Ich weiß nicht, ob der zugestellt war oder ob Drübenbach es da doch alleine versuchen wollte aus Spitzenwinkel. Es war dann die letzte nennenswerte Szene der Wartburgstädter. Ab Minute 75 war der Akku alle. Hier schuldeten die Wartburgstädter ganz einfach
ihrem Trainingselan in der Winterpause und auch den miserablen sportlichen Bedingungen für Fußballer in der Wartburgstadt Eisenach Tribut. Eine Mischung aus beiden war es, die der Mannschaft ja den Frühling herzlichst versaut hat. Und dazu zählt dann natürlich auch dieses 2:2 von Tommy Partier in der 85. Minute, das selbstverständlich den Spielanteilen auch gerecht wird. Würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Unioner in der Schlussphase einem möglichen 3:2 näher gewesen sind als die Gastgeber. Aber ich denke auch, das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wir wollen mal nicht vergessen, wie glücklich das Hinspiel verlaufen ist für die Unioner. Insofern dieses 2:2 hier vor Ort an diesem Nachmittag durchaus gerechtfertigt. Und da ist dann auch schon der Schlusspfiff der diesmal fast fehlerfrei leitenden Daniela Elling. Wollen wir ihr mal den Elfmeter aus der Anfangsphase, den sie den Eisenachern schuldig geblieben ist, nicht nachtragen. Vielleicht hat sie nicht so gut gestanden. Ist ja auch müßig, darüber zu diskutieren. Ja, die nächsten beiden Spiele, die letzten beiden Spiele habe ich euch schon geschildert. In Leipzig am 7.6. in Probstheida. Das ist natürlich für den Eisenacher Fußballfan eine einmalige Möglichkeit, sich ein wirklich historisches Event zu geben. Wer weiß, in welcher Liga man sich wann mal wieder sieht. Noch hat ja der erste FC Lok alle Möglichkeiten, in die Regionalliga aufsteigen zu können. Und am letzten Spieltag dann RB, das wird nochmal ein fußballerischer Leckerbissen, verspreche ich mir jedenfalls davon. Denn Red Bull war für mich, sage ich mal, die spielstärkste Mannschaft in dieser Saison. In der Oberliga, die steht völlig zurecht da oben. Und wenn die im Wartburgstadion kommen, dann gilt das ja wohl für beide Mannschaften schon mal als Saisonvorbereitung, kann man so sagen. Was ich euch noch nicht genannt habe, ist natürlich der Termin am 19. Juni. Das ist ein Freitag. Wenn der MSV Duisburg, der künftige Zweitligist, ins Wartburgstadion kommt. Am Freitag, an diesem Freitag, den 29.05. in Stettfeld, die zweite Mannschaft des FC Eisenach, der frisch gebackene Spitzenreiter der Kreisoberliga in Westthüringen im Heimspiel gegen Gerstungen. Anschlusszeit muss ich euch gerade mal schuldig bleiben. Entweder 18:30, 19:30. Schaut auf jeden Fall in der Tageszeitung nach. Es wird ein Kracher. Wenn die Jungs noch 5 Spiele gewinnen, steigen die in die Landesklasse auf. Jo, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenig Stress, viel Liebe. Bye, bye.